Da sind wir wieder und ich befinde mich nochmal im Labyrinth. Mir ist gerade leider das Spiel abgestürzt, aber als ich jetzt nochmal durch das Labyrinth gegangen bin, habe ich noch einen Weg gefunden, den ich vorhin nicht entdeckt habe. Ich bin jetzt noch nicht lang gegangen, aber ich fand es sehr bemerkenswert, dass ein hoher, spitzer Schrei kam und der ist sehr versteckt, der Weg. Der ist nämlich hier an der Seite. Und da haben wir ihn auch nochmal. Schauen wir doch mal, ob wir hier vielleicht noch was zum Lesen finden oder... Was ist das denn? Ein Pentagramm. Dieses Symbol hatte ich schon einmal gesehen. In einem anderen Leben. Okay. Wir können aber nichts damit machen, scheinbar. Wofür auch immer das da ist. Auf jeden Fall haben wir ein Pentagramm gefunden. Das ist doch schön. So, und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier lang. Da es das Ende der Aufnahme jetzt zerstört hatte, die letzten 2 Minuten oder so, glaube ich, sage ich mal kurz, was passiert ist. Nichts. So, ich habe geschaut, ob irgendwas sich verändert hat, aber ich habe nichts entdeckt. Deswegen würde ich vorschlagen, wir aktivieren jetzt nochmal den hier unten. Dadurch hat sich ja das Licht oben aufgetan. Und dann werden wir einfach mal probieren, an den Schaltern ein bisschen rumzuspielen. Mal sehen, ob uns das vielleicht helfen kann. Ich habe festgestellt, dieser Schatten ist dem Venus-Symbol nicht so unähnlich. Achso, Quatsch, hier will ich ja gar nicht hin. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht irgendwie das bilden müssen. Also ich meine, es muss ja einen Grund haben, dass das dort abgebildet ist. Das wäre so das Einzige, was mir einfallen würde, was wir hier machen könnten. Aber wir schauen einfach mal, was passiert. Wisst ihr, was ich meine? Also zum Venus-Symbol fehlt ja nicht so viel. Wenn der Kreis noch ein bisschen höher wäre, hätten wir hier das Kreuz schon drin. Na, wir schauen mal, was passiert. Auf jeden Fall würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal an die Schalter und dann probieren wir das Ganze nochmal aus. Wo sind die denn hier? Hier vorne. Aha. So, schauen wir mal. Ah, so hatte ich mir das gedacht, dass sich das hier verändert. Okay. Das ist interessant. Ich glaube, jetzt habe ich es aber gerade falsch rum gemacht, oder? Okay, wir machen das nochmal hoch. Ah. Kann es sein, dass wir schon... Wartet mal. Ich glaube, wir haben schon ein Dingens, oder? Ein Venus-Symbol hier? Wo ist denn das Licht hin? Das sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Wir probieren das mal. Können wir vorstellen, dass jetzt sich vielleicht was tut, wenn wir den Hebel bewegen. Also ich habe keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn macht, was ich hier tue, aber das wäre so mein Einfall zumindest. Ah, funktioniert echt. Krass. Cool. Intuitiv das Richtige getan. Wunderschön. Okay, aber ich meine, es war auch irgendwie naheliegend, dass das Zeichen irgendwie nachgebildet werden musste, sonst hatten wir ja keine Anhaltspunkte hier. Okay, hier kommen wir aber nicht rein. Ist denn die andere Tür unten aufgegangen? Vielleicht ist sie auch mit aufgegangen, denn die war auf jeden Fall groß genug, dass wir durchtreten konnten. Oh, Junge, bitte. Verschwende jetzt nicht deine Streichhölzer, die sind nicht so viele. Ich bin echt gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Wir sind schon lange nicht mehr im Anwesen. Wie gesagt, meine Vermutung ist ja, dass wir vielleicht im Brunnen sind. Beziehungsweise unter dem Brunnen. Na toll. Dankeschön, das ist ja super. Eingesperrt in nirgendwo. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, wie es scheint. What? Oh Gott! Was ist denn hier los? Hier sind links und rechts überall welche. Ach du Schande. Na toll! Was ist das denn? Oh Mann. Ein Spießrutenlauf zwischen den Margarets. Na, dankeschön. Das kann ja echt heiter werden. Ach du Schande. Sag mal die Streichhölzer ein. Na dann, Augen zu und durch. Oh Gott.
Das kann witzig werden. Ach du Gott, das sind ja wirklich viele. Hilfe! Wo muss ich hin? Mach dir Streichholz an, verdammt! Wie oft soll ich denn noch drücken? Okay, ich glaube, ich muss nach unten gehen, oder? Oh shit. Ihr seid so gemein. Ich hatte ehrlich gesagt schon den ganz kleinen Hoffnungsschimmer, dass wir Margaret jetzt hinter uns gelassen haben, aber... Pustekuchen. Die kommt nochmal richtig vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so die Hetzjagd zum Finale hin vielleicht ist. Wir sind im vorletzten Kapitel, also es könnte sein. Sind wir hier unten richtig? Oh Gott! Mach den Streichholz an, los! Geh, geh, geh! Ich kann nicht... Ja. Ich kann nicht gehen, wenn er sein Streichholz anmacht. Das ist blöd. Oh Gott, ihr seid so fies. Na toll, aber ich muss die hiervon mitnehmen, sonst haben wir ja bald keine mehr. So viel Zeit verbraucht es auch nicht. So, jetzt rennen. Lauf, 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 lauf. Ansonsten muss ich halt einfach mal 2 Meter durch die Dunkelheit gehen, bis ich das Gefühl habe, wirklich mal halbwegs unbehelligt zu sein. Vielleicht klappt es dann. Aber die ist überall. Shit. Oh Mann. Oh Gott, die folgt mir selbst in der Dunkelheit. Diese dumme Kuh. Okay, diesmal hat es geklappt mit dem Streichholz. Ja, ich bin drum rumgekommen. Wunderbar. Oh, geschafft. Aber für Selina sieht es schlecht aus. Oh, shit. Mädchen. Lebst du noch? Scent of blood in the air. It was hers. Anger was growing in me, thinking about William stabbing her with a blade. But it wasn't over yet. Oh no. I was going to save her. It didn't matter where the wolf would hide. I would skin it. Ooh. Also langsam geht es für ihn ja nicht mehr nur darum, hier wieder lebendig rauszukommen. Ich glaube, er hat mittlerweile auch unglaublich Gefühle für Selina entwickelt, sodass er jetzt vor allem sie rächen möchte oder rausfinden möchte, was mit ihr passiert ist. So, wir schauen mal kurz in den Boss, in die Boston Daily News. Okay, das hier oben, das hatten wir schon. Auf der Flucht. Selina verlor durch die Stichwunde eine Menge Blut, doch sie hatte noch immer diese animalische Furcht, die sie stärker machte. Sie war auf der Flucht und ich war bei ihr. Wir entkamen der Nacht, doch die Nacht war uns noch immer voraus und das Schlimmste stand uns noch bevor. Oha. Ja, ich glaube, das sollten wir schon gehabt haben, ne? Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. Okay, können wir was mit dem Dolch machen? Ja, tatsächlich, wir können ihn einsacken. Okay. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Uhr. Können wir hier irgendwas machen? Nicht so. Okay. Dann schauen wir uns mal diesen Stein hier vorne an. Okay. Können wir hier irgendwas drehen oder wie sieht das aus? Dieser Felsen war Williams Säule des Wahnsinns, aber er konnte mir helfen. Okay, ich hatte gerade gesehen, ist es auch bloß... Ach nein, die Symbole hatten eine Bedeutung, ein Weg durch die Dunkelheit. Okay, wir können zumindest den Dolch hineinstechen. Der Dolch passte perfekt in das Loch. Den Rest habe ich gerade nicht mehr gelesen, aber egal. Ah, wir können jetzt was drehen. Okay... Das ist ja interessant.
worauf soll ich das jetzt stellen? Woher weiß ich denn, wie es richtig ist? Das. Oh! Okay. Ein Halbmond? In der Mitte war ein mondähnliches Zeichen. Jetzt kann ich es auch nicht mehr verstellen, wie es aussieht. Okay. Dann schauen wir mal. Was können wir irgendwas mit den Zeichen machen? Nein. Aber ich denke mal, die Nummerierung wird irgendwie wichtig sein. Gibt es die vielleicht nochmal hier in der Nähe? Könnte das sein? Dann müsste ich mir mal vielleicht eventuell aufmalen. Wobei, das kann ich mir vielleicht auch merken. Dreieck mit, keine Ahnung, Besen? Oder was auch immer das darstellen soll. Dreieck mit Besen, Parkverbot, Mondsichel, Venus, Dreieck. Na, mal sehen, ob ich mir das merken kann. Okay, wir schauen uns mal vielleicht in der Dunkelheit um. Vielleicht ist ja noch was in der Nähe. Hier geht's ja noch weiter. Die Tür war versperrt. Aber Selina war zu der Zeit das einzig Wichtige. Ach, tatsächlich. Nein, das wollte ich gar nicht. Kann ich das wieder rausholen? Okay, ich gehe erstmal ein paar Zeichen ab, damit es wieder sich deaktiviert. Wir können uns gleich noch mit umschauen hier. Ach Mann, ich wollte es doch. Ich wollte es doch nicht aktivieren jetzt hier. Okay, damit ist glaube ich klar, was wir machen müssen. Eins noch. So. Dann suchen wir mal am besten nach dem Dreieck mit Besen als erstes. Das ist das normale Dreieck. Muss jetzt ein bisschen vorsichtiger gehen. Hier. Dreieck mit Besen. Dann kam... Ich guck lieber nochmal nach. Das Parkverbotsschild, ne? Genau. Parkverbot, Mondsichel, Venus, Dreieck. So, Parkverbot war ja drüben irgendwo. Parkverbot. Wo sind sie denn? Ach, hier. Hier nicht. Das nächste, glaube ich, ne? Ja. Parkverbot. So, die Mondsichel war auf der 1, glaube ich. Genau. So, kam dann schon die Venus, oder? Nein. Erst das nächste auf der 3. Genau. Venus. Gehen wir erstmal ins Licht zurück. So, und das Dreieck war neben dem Dreieck mit Besen gewesen. Hier. Jetzt haben wir es, oder? War das richtig? Hat sich jetzt irgendwas geöffnet hinten vielleicht? Wir schauen mal. Die Tür war versperrt, aber Selina war zu der Zeit das einzig Wichtige. Nee, die Tür ist noch zu. Okay, das war also nicht richtig. Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Also von der Reihenfolge her scheint es erstmal richtig gewesen zu sein. Ach nein, ich weiß, was der Fehler war. Das erste war nicht das richtige Zeichen. Ich habe das, was jetzt auf der 6 ist, als erstes genommen. Ach Mist. Okay, nochmal. Da ist es wahrscheinlich noch hier drüben, ne? Schauen wir mal. Ach, es gibt auch noch mehrere Zeichen von der Venus. Na, das ist ja super. Okay, dann war es hier auf der 4, glaube ich, das Parkverbotszeichen. Nein, auf der 5. Parkverbot. So, die Mondsichel war auf der 1. Ja, mach erstmal aus, genau. Meine Streichhölzer gehen zur Neige. So, auf der 3 war die Venus. Ich hoffe mal, das ist auch das richtige Zeichen, weil drüben ja auch noch eins war. So, und dann noch hier hinten. Mal kurz gucken, dass wir auch das richtige nehmen. Das Dreieck. Dieses Klicken. Der Dolch hatte etwas im Innern des Felsens ausgelöst. Okay, diesmal scheint es gestimmt zu haben. Hat sich hier was verändert? Nö, ne? In der Mitte war ein mondähnliches Zeichen. Okay, das ist noch so wie vorher. Dann hoffe ich doch, dass die Tür jetzt offen ist. Ich bitte um Licht. Die Tür war immer noch versperrt. Okay.
Müssen wir vielleicht doch noch hier was machen. Können wir irgendwas hier verändern? Nee. Alles wie vorher. Hat sich hier was verändert? Nee. Aber ich kann ihn durchaus auch nicht mehr drehen, ne? Ich wollte jetzt noch mal kurz gucken. Nee, drehen ist nicht mehr. Hätte sein können, dass wir noch eine zweite Runde davon machen müssen. Muss ich das vielleicht nochmal machen? Oder hat sich das jetzt erledigt mit dem Zeichen drücken? Gibt es hier noch irgendeine andere Tür oder irgendwas? Moment, ich guck mal kurz. Oh shit, die lassen sich nochmal eindrücken. Na super. Halt, was war denn hier? So langsam gehen mir die Streichhölzer aus, wenn ich so weitermache. Okay, ich tippe mal kurz irgendwas ein hier. Damit wir es wieder wegkriegen. So. Nochmal kurz gucken. Es sind ja insgesamt 10. Also könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt vielleicht die anderen machen müssen. Sind die Venus-Symbole denn verschieden? Auf der 4 und auf der 9? Keine Ahnung. Okay. Dreieck mit dem Besen davor. Kreis, Totenkopf, Venus und Venus mit keine Ahnung. Okay, Dreieck mit Besen davor war hier vorne. Das war ja das, was ich vorhin aus Versehen genommen hatte. Wo ist es denn? Hier. Genau. So, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Mensch, ich hab's vergessen. Kreis, Totenkopf, Venus und die andere Venus. Der Kreis war hier auf der 2, glaube ich. Ich hoffe, das passt. Ich habe jetzt keine Streichhölzer mehr. Kreis, dann der Totenkopf ist auf der 4, würde ich denken. Die andere Venus ist da drüben. Und nicht das, hier drüben war es, ne? Genau. Jetzt muss ich nur noch dieses eine Symbol finden, das so ähnlich wie die Venus ist. Aber eben nicht ganz. Oh shit, meine Streichhölzer. Hier. Nichts passiert. Verdammt. Okay, neuer Versuch mit neuen Streichhölzern. Ich musste mich jetzt echt nochmal durch die Margarets durchkämpfen. War ein Traum. Naja gut, aber ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht versuchen wir es einfach nochmal mit der ersten Kombination, mit den ersten 5. Aber diesmal nehme ich eben das andere Venus-Symbol, vielleicht hilft mir das weiter. Also, Dreieck, Besen dahinter, Parkverbot, Sichel, Venus, Dreieck. So, dann müssen wir nochmal schauen, dass wir die zusammenkriegen. Dreieck mit Besen dahinter war nicht hier, sondern nebenan. Nein, in die andere Richtung nebenan. Hier. Dreieck mit Besen dahinter. So, Parkverbot war hier drüben auf der 5, glaube ich, ne? Ja. Parkverbot. So, die Mondsichel war auf der 1. Dann die Venus und dann das Dreieck. So, dann probieren wir jetzt mal die Venus hier drüben aus. Vielleicht funktioniert die ja besser. Und das Dreieck war auf der hier hinten, auf der Position. Ah, schon besser. Ihr seid aber auch gemein, zweimal dasselbe Zeichen hinzusetzen. Das ist ja klar, dass man da erstmal das Falsche nimmt. Das ist ich sowieso. Ich nehme immer das Falsche, wenn ich zwei Möglichkeiten habe. Und es geht die Treppe rauf. Ist das etwa das Ende von Kapitel 5? New scents started filling the air again. Sea spray, moist soil, plants. Soon after, I could hear rain and thunder. She had guided me on the way out. She had saved my life. But as all prisoners know so well, you're not free just because you can see the sky. This was just another setting for the same tragedy. Ende von Kapitel 5.